So, mein Freund, damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Half-Life Opposing Force. Ja, es geht weiter. Juhu. Shepard, ich weiß nicht, was diese Black Ops vorhaben. Aber jedenfalls haben sie kein Interesse daran, uns hier lebendig rauszuholen. Wir haben keine Wahl. Wir müssen uns den Weg freikämpfen. Also dann los. Diese Augen. Oh Gott. Warte mal, ich hab gar nicht zugestimmt. Das haben wir doch geübt im Bootcamp. Alter, sind die schon tot, ne? Oh, ich habe gar keine Munition mehr. Toll. Hä? Kann ich verstehen. Nee, hab ich auch nicht. Raus jetzt, Corporal! Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, dann machen wir nochmal. Wo muss ich hin? Ich glaube hier lang, oder? Kommst du mit? Nein? Okay. Adrian, bist du das? Hör mal, wir haben uns auf der anderen Seite des Felds verschanzt, aber eine Gruppe von Black Ops hat uns hier festgenagelt. Wir öffnen dir die Bunkertür, aber beeil dich ein bisschen. Nett. Weitergehen! Was denn? War der schon die ganze Zeit da? Hallo. Ne, so viel Munition, es wird ja gleich bestimmt wieder irgendwas Krankes kommen. Ja, das Ding kann ich nicht benutzen, leider noch nicht. Perfekt.
Oh mein Gott, was? Viele Kisten, viel Loot. Warum ist das so viel Explosionszeug? Hey, waren wir doch schon mal. Oh, das war knapp. Hey. Kann der eigentlich mitkommen? Nee, ne? Nee. Das sagt mir jetzt gar nichts. Oh nein. Junge, woher soll ich denn... Nein, du sollst die andere Seite nehmen, Mann. Na, ein bisschen weiter nach links. Ja, das sieht schon mal gut aus. Jawohl. Oh oh. Nochmal schießen. Oh nein. Warte mal, ich will den mal wegbeamen, vielleicht geht das. Oh Gott. Ja, perfekt. Aber... Was? Wieso schiebt nach so Black Ops sein? Ich hatte doch so viel Panzerfaustmunition, wo ist denn die? Da. Oh, perfekt, jetzt haut er ab oder was? Hä?
schießt doch gleich alle auf mich, ey. Oh Mann, das sieht wieder so tödlich aus, ne? Ja, nützt ja nichts. Nützt nix. Okay, perfekt. Einfach Sackgasse. Und jetzt? Ah, warte mal, Strom vielleicht, ne? Irgendwie Strom zerstören vielleicht? Nö. Nö. Wo geht's denn weiter, Mann? Doch, jetzt bloß hier. Ah ja, macht Sinn. Strom aus. Oh Mann, das wird jetzt so tödlich, ne? Was ist denn das für eine Kategorie mit dem Ding? Warum kriege ich denn so viel Panzerfaustmunition? Hey, es sind doch gar keine Gegner bis jetzt. Ja, perfekt. Hältst du denn aus, bitte?
Und jetzt? Aha. Tu mir nicht weh. Dann erzähle ich dir ein Geheimnis. Oh Gott, jetzt kommt. Ich habe mich hier versteckt und gelauscht. Also diese Black Ops-Typen, die haben so eine Art Bombe. Ich glaube, die wollen die Basis in die Luft jagen. Verstehst du, warum die sowas tun? Um das Ganze vertuschen zu wollen, was hier so stattfand? Vielleicht. Voll gelohnt, ey. Bist oh, hi. Du geschnappt? Ich mach die Tür erst auf, wenn jemand die Bombe entschärft. Ja, das wird die auch bestimmt schützen. Muss ich die Scheiße jetzt entschärfen, oder was? Vorsicht mit dem Ding. Eine falsche Bewegung und die ganze Anlage ist Vergangenheit. Oh oh. Hab alles unter Kontrolle. Oh nein. Das war's? Mark 4, Thermonuclear Device. This device carries a grade of grade C plutonium control detonator. Aha. Entschärft. Alles süß. Oh Mann, das war knapp. Nix wie rein hier. Au oh Mann. Von hier rauszukommen wird nicht einfach sein. Der einzige Weg nach draußen führt durch die Lagerhalle auf Level 4. Aber da sieht's übel aus. Die Black Ops hatten da einen Testraum, bis die Aliens reingekommen sind. Falls du es schaffst, da durchzukommen, musst du uns unbedingt hier abholen. Muss ich? Lol, der G-Man. Der macht die wieder scharf. Ist zu, ich kann nichts machen. Nee, die Stelle ist kacke. Steckt man manchmal eigentlich fest, wenn man hier neuen Abschnitt lädt. Jetzt geht ab hier die Party. Eigentlich, ey. Mehr, ne? Mit dem Ding hier.
Natürlich. Noch mehr Lagerräume, toll. Nicht ablenken lassen. Mich gerade verarschen. Okay, weiter geht's. Ich frage nur so viel, dann ist ja, du scheinst. Schön, dass du dich ankündigst vorher oder so mal. Tja, du scheinst ein netter Kerl zu sein, Frau. Also, du musst unbedingt da runter. Irgendwas kommt da durch und, oh Mann, sieht das vielleicht fies aus. Ein paar von deinen Kumpels sind vorhin runtergegangen, hab sie seitdem nicht mehr gesehen. Ich habe hier ein paar Waffen gehortet. Nimm so viel du kannst, du wirst sie brauchen. Viel Glück, Corporal. Das wird witzig. So, meine lieben Freunde, damit wären wir nun im letzten Kapitel. Ganz schön windig hier.
hier gehen auch die ganzen komischen Dinger hin. Tja, meine Freunde, da wären wir. Das letzte Kapitel. Oh ja. Da kommt was durch. Da ist es. Aufschießen. Und nochmal von der anderen Seite aus. Warte mal, wo ist denn das Ding? Ach ja. Und jetzt. Atem des Todes, Mann. Oh lol, er hat das Ding zerstört, schade. Einmal kurz nachladen hier. Was passiert, wenn ich jetzt eigentlich mich wegnehme? Okay, also ich bin eigentlich noch relativ... Soll ich ja das Ding einfach bis hier. Ah cool, ich bin auf der Seite jetzt irgendwie, keine Ahnung. Machen wir kurz nachladen alles. Er läuft mich an. Ich lade nochmal neu. Machen wir irgendwie zu unsafe. Wie soll ich denn da hinten hinkommen, Mann? Ey, wie komme ich denn da hin? Ach so. Mit dem Ding. Immer die richtige Waffe ausgewählt hast, ne? Oh Mann. Wie komme ich denn da runter ohne... Oh, warte mal, hier vielleicht. Macht Sinn. Oh, Junge, ey. Oh, diese kleinen Scheißer gehen mir so auf den Sack. Lebensenergie wäre jetzt auch nicht schlecht eigentlich, ey. Och Junge, ey. Einmal treffen.
Ja doch. Das war's. Endlich treffen wir uns. Glauben Sie nicht, ich wäre Ihnen aus dem Weg gegangen. Aber in diesen unruhigen Zeiten muss ich mich eben um viele Dinge kümmern. Ich hoffe, Sie verstehen das. Und jetzt brauche ich noch etwas mehr Nachsicht Ihrerseits. Ich kann meinen Bericht erst abschließen, wenn alle losen Enden zusammengeführt sind. Die größte Peinlichkeit war dabei die Black Mesa-Forschungsanstalt. Aber das hat sich ja nur von selbst erledigt, wenn ich richtig informiert bin. Ja, er hat das Ding zerstört einfach. Beziehungsweise ist dabei. Mit einer Atombombe, die er noch scharf gemacht hat, ne? Oh ja. Allerdings ist da immer noch das leidige Problem mit den Augenzeugen. Ich gebe zu, dass ich Leute, die sich anpassen und allen Widrigkeiten zum Trotz überleben, irgendwie faszinierend finde. Sie erinnern mich irgendwie an mich selbst. Das ist einer der Gründe, warum ich dafür gestimmt habe, sie noch eine Zeit lang am Leben zu erhalten. Ich meinerseits glaube zwar, dass ein Regierungsbeamter wie Sie selbst versteht, wie wichtig Diskretion ist, aber meine Vorgesetzten haben nicht so viel Vertrauen in Sie. Und damit Sie nicht ständig der sehr menschlichen Versuchung ausgesetzt sind, alles auszuplaudern, haben wir beschlossen, Sie an eine Stelle zu versetzen, an der Sie keinen Ärger machen können. Und wo auch Sie keinen Ärger bekommen können. Wenn Sie mir jetzt also folgen würden, ich bin sicher, Sie können sich schlimmere Alternativen vorstellen. Also der Tod wäre mir, glaube ich, lieber als jetzt ewige Verdammnis in diesem Nichts. Shepard, in Haft. Weitere Auswertung folgt. Ja, Leute, das war... Leute... Das war Half-Life Opposing Force. Relativ kurzes Game natürlich, ist natürlich nur ein Add-on gewesen, ist klar. Blue Shift ist nochmal eine ganze Ecke kürzer, aber werden wir natürlich auch noch in Angriff nehmen. Das kommt natürlich wieder von Valve, glaube ich, also Gearbox ist da nicht involviert gewesen. Deswegen werden wir die Monster aus Opposing Force nicht in Blue Shift sehen. Ja Leute, das war's. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in Blue Chef wieder. Besonderer Dank geht an. Ja. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Projekt. Haut rein.